Jo, da wären wir wieder. Wir wollten uns um dieses Problem in Anführungszeichen kümmern. Und zwar, dass wir ganz viel Eisenerz haben, aber nicht genug Eisenplatten. Wobei, wir werden auch wahrscheinlich genug Eisenplatten haben, aber ja, ich hätte gerne vorrätig Eisenplatten. Und es tut mir irgendwie weh, so viel Erz zu sehen. Und nicht genug Eisenplatten. Also so brauchen wir das da. Ganz viele davon. So. Das sollte reichen. Dann brauchen wir Ärmchen. Dafür brauchen wir Eisen. Genau. Oh. Das sind doch gar nicht so viele, wie ich dachte, das wären. Also gut. Die da. Die brauchen auch alle Strom. Ich mache hier kein Muster. Das ist alles durcheinander. Das ist egal. Hauptsache, es funktioniert erstmal. Und wenn wir später die größeren... Bist du zu nah dran? Du bist zu nah dran. Nee, das gehört so. Und wenn wir später die besseren Strommasten haben, dann können wir hier das Muster ordentlich machen. Dann bräuchte ich dich hier noch. So. Also, Ärmchen raus. Und ganz viel Kohle. Da. Davon hätte ich übrigens gerne auch noch ein paar mehr. Also eigentlich 4, würde ich sagen. Und ja, ich könnte es auch mit elektrischem machen und einlagern. Ja, stopp. Elektrische, 4 Stück. Also es ist zwar schick mit diesem Selbstbefüllen und so weiter, vor allem weil es auch keinen Strom braucht, aber das ganze Feld einfach abbauen und eine Kiste voll Kohle zu haben, ist wesentlich angenehmer, als alle paar Minuten dahin zu laufen und das leer zu machen. 100. Die Drills sind gleich fertig. Okay. Da bräuchten wir auch noch einen. Wir bräuchten Science Packs. Ganz viele. Wir bräuchten auch mehr Licht. Ich sollte mir jetzt von vornherein Muster überlegen fürs Licht. Ich guck mal. 1, 2. Wir hatten letztes Mal 3. Und das geht auch ganz gut auf. Also Lampe, 1, 2, 3 Pfosten leer, Lampe. Und dann müsste so die ganze Basis nachher ausgeleuchtet sein. Da oben fehlt Kohle beim Stein. Ja, das ist okay. Ding. Mhm. Oh, wir brauchen noch eine Befüllanlage für das hier, eine automatische. Da wollte ich hier die Kohle da langlaufen lassen, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, hier, weg hier. So, den hätte ich eigentlich auch ganz gerne weg. Ich brauche unbedingt den Schrotflint. Ja, also so wird das nix. Dann mach doch mal so und so. Und so und so. Und da müsste doch schon einiges zusammenkommen. Da. Ich habe nicht genug Eisplatten. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Die Ärmchen kommen schon gar nicht mehr hinterher. Das ist sehr gut. Bau eine Holztruhe. Da. Gib. Bau schnelle Ärmchen. Und das Tool-Ding sollte ich auch bald bauen, dass ich noch eine Reihe hier habe. Bei den Hotkeys, das ist extrem praktisch. Und vergrößert effektiv unser Inventar. Da. So, jetzt müssen wir einen Knick machen wegen diesem doofen Dingens da. Hier geht das lang. Okay, dann ging das jetzt hier einmal hoch. Oh Mist. Ich vergesse immer, dass die Ärmchen auch Platz brauchen. Okay. Weg. Gib mir einen Splitter. Mache ich hier einen Splitter. Einer fährt da hoch, staut sich da. Und einer fährt da hoch, staut sich da. Das klingt okay. Ich brauche wieder mehr Ärmchen. Schnellen Ärmchen sollten hier oben hin. So, Military 1 ist fertig. Wir können eine Schrotflinte bauen und eine Submachine Gun. Was brauche ich für Military 2? Stahl. Was brauche ich für Military 3? 3 ist das Gute. Da brauche ich hellblaue Tränke. Benötigt Laser. Was macht Laser? Lasertürme, stimmt. Military 7.
Lasergun. Sehr schön, sehr schön. Also ja, ich freue mich auf die ganzen neuen Ditec-Sachen. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal auf Rüstung. Kostet nur 10 die rote, das ist schnell gemacht. Genau, die schnellen Ärmchen sollten hier oben zu der Kiste hin, zu den Kisten. So. Hier ist alles okay. Normale Ärmchen. Normal, normal. Splitter. Ein weiter vorne. So. So. Das scheint die einfachste Lösung zu sein. Und ich brauche noch mehr davon. So. Also ja, dann fließt das jetzt einfach hier geradeaus weiter. Fließt da hoch, geht hier in die Boiler rein. Dann ist hier unten irgendwo die Wasserfabrik und dann passt das alles soweit. Ich sollte allerdings noch die hier zu Secondary Engines machen und die dann hier mit dem sauberen Wasser zu Primary Engines, dass die Secondaries nur angehen, wenn die Primaries nicht mehr wirklich Leistung bringen. So, Rüstung können wir herstellen, das mache ich auch gleich. Dann hätte ich gerne. Ich hätte gerne möglichst schnell Lasertürme. Dafür. Hier war doch irgendwo Laser, ne? Advanced Electronics. Brauch Electronics. Smart Inserter. Smart Inserter klingt gut. Research mal. Dafür werden wir aber nicht mehr genug rote Tränke haben. Also crafte die bitte nebenbei. Und wir bauen hier weiter die Stromversorgung aus. So, hier geht's hoch. So. Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Nö. Ich setze hier vier Boiler hin. Dann kommen hier vier Steam Engines, die nach und nach auf MK2, 3, 4, 5, 6 hochgestuft werden. Genauso wie die Boiler hochgestuft werden und die Rohre und die Pumpe. Aber nö, das müsste alles soweit okay sein. Gut. Hier. Das da sieht komisch aus. Der Splitter arbeitet nicht so, wie ich es gedacht hätte, dass er arbeiten würde. Aber, ich glaube, wenn ich ihn wegnehmen würde, würde das Ganze flüssiger laufen. Kann das sein? Nee, dann würde sich das da nicht runter zetteln. Ja, okay. Science Packs sind fertig. Sollte ich gleich abliefern. Da. Dann wollte ich die Rüstung noch herstellen. So. Stein. Ja, Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. Habe ich Kohle dabei? Ja. Bitte Kohle rein. Denn es ist sehr wichtig, dass wir durchgehend Mauern produzieren. Damit ich nicht später, wenn die Beißer kommen, dann erstmal ziehe ich folgelang da rumwuseln muss. Das ist nicht so schön. Kupfer wird auch. Oh, wir haben gar keine Einlagerung vom Kupfer. Das ist nicht schön. Bau. Eisenkisten. Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. Ärmchen, Ärmchen. Und ich vermisse jetzt schon die Riesenkisten, die wir in der letzten Welt haben, hatten. Die waren echt super. So, das wird gesammelt, wird gesammelt. Genau, Mauern. Ich glaube, ich setze jetzt schon mal Mauern. Schaden sollte es nicht. Frage ist nur, wo? Ich glaube, ich setze die von hier nach da ganz rüber. Das ist eine schön gerade Fläche und ich mag gerade Flächen. Ja, das sollte kein Mathelehrer hören, so eine Aussage. Da lang. Ups. Oh, ich habe nur Steine dabei. Bau 9 Mauern. Und das ist extrem wenig, was man bekommt für die ganzen Stonebricks. Also ich bilde mir ein, dass das früher nicht so teuer war, Mauern zu bauen. In den letzten Patches von Ditec, beziehungsweise in Vanilla. Das ist ganz schön happig. Oh, na gut. Müssen wir regelmäßig hochgucken. Weiter Science Packs. Wo ist meine Rüstung? Ich hatte doch eine Rüstung in Auftrag gegeben, oder? Ah, hat er schon angelegt. Sehr gut. Also Rüstung kommt, das kommt. Boiler. Ich hätte gerne Boiler. 1, 2, 3, 4. Ich hätte gerne eine Offshore-Pump. Ich hätte gerne. Wo sind die Rohre? Da. Ich hätte gerne erstmal 5 Untergrundrohre. Und wenn die fertig sind, danach normale.
Damit ich nicht erst normale baue und die alle verbaut werden zu Untergrundrohren. Ne? Kennt ihr ja. Dann hätte ich gern ein paar von den normalen, einfachen Strommasten. Das ist okay, das ist okay. Genau die hier, Primary. Sollte ich erst umstellen, wenn die Dinge auch funktionieren. Also die vier bitte dahin. Strom dafür... Stopp. Strom dafür dahin. Ärmchen, 1, 2, 3. Es war ein bisschen viel, aber okay. Es besteht irgendein Grund, dass wir die schneller machen sollten, die Ärmchen hier. Nö, nicht wirklich. Also wenn es später MK2-Boiler sind... Oh, das wäre noch eine sehr schöne Information, die ich gerne hätte. Die ich aber auch sehr bald selber rausfinden werde, denke ich. Ich hatte in der letzten Welt, wo wir auch schon Ditec drauf hatten, bei den MK2 und MK3-Boilern aus Ditec mokiert gehabt, dass sie zwar mehrere Slots haben, aber dass die Slots nicht angesprochen werden von den Ärmchen. Was ein wenig schade ist, weil man so weniger Puffer hat. Das wäre noch eine schöne Änderung, wenn das inzwischen eingeführt worden wäre. Aber das können wir ja später testen. Richtige Höhe? Scheinbar. Okay. Fabrik. Wir haben anscheinend kein Kupfer. Ja. Also ich kann mir nicht erklären, warum wir sonst keine Chips herstellen können. Gib, gib. Gib. Da brauchen wir ganz schön gut das Zeug, ne? Da, ja, daran wird es gelegen haben. Bitte bau auch gleich noch zwei davon, damit hier Kupfer sich auch schon mal anstaut. So, Science-Dinger arbeiten nicht, das ist nicht gut. Ja, also sobald ich hier mit dem Gewusel fertig bin und der Strom auf jeden Fall für so 10, 15 Folgen ausreichen wird, sollte ich anfangen mit meinen kleinen Compartments zum Arbeiten. Dass wir eine Ecke haben für Steinzahnräder, eine Ecke für... Metallzahnräder, rote Science Packs sind sehr wichtig, weil sonst ist mein Inventar Crafting hier durchgehend dabei, die herzustellen und ich komme zu gar nichts mehr. Das wäre nicht so schön. Also eine Fabrik. Darfst du schon Wasser filtern oder dürfen das nur die blauen Fabriken? Oh, ist das Wasserfiltern? Ja, du darfst das nämlich gar nicht. Mist. Okay, so viel dazu. Also schön, dass wir das vorbereitet haben und so, aber es bringt uns gar nichts. Kommst du bis da unten hin? Ja. Also da kommt später die blaue Fabrik hin. Das heißt, wir müssen jetzt forschungstechnisch auch in die Richtung recht schnell rangehen. Außer ich mache hiermit weiter. Was für eine Auslastung haben wir? Ja, 25... Ja, 30%. Ist okay. Sind die... Die sind fertig, ja. Da. Damit die Fitzelreste wegkommen. Und das, was unter den Dingern da ist. Das ist okay. Dann Strom. Ich würde gerne Strom runterbringen bis zu den Mauern. Dass sobald wir Lasertürme haben... Haben wir mal Glück gehabt. Also, sobald wir Lasertürme haben, dass wir auch gleich piu-piuen können. So. Das ist jetzt doof. Ich hätte zuerst die Pfeiler setzen sollen und dann die Mauern. Weil jetzt ist die Mauer zu weit vorne. So. Obwohl. Du bist jetzt ein Turm. Ja, zu weit vorne. Lalala, wir haben ja Zeit. Wir haben echt Zeit. Also ich habe noch kein Beißernest gesehen, außer dass da ganz links unser Smog kommt dann noch nicht an, muss ich schon sagen. Ja, doch. Breitet sich gut aus. Wir sollten unbedingt eine Radaranlage bauen. Kann ich schon? Ja, Bauradaranlage. Damit wir gucken können, was da noch so an Basen in der Nähe ist. Weil wenn hier irgendwo eine Basis wäre, wäre unser Smog ja schon da. Und die würden schon alle fleißig schnüffeln. Und das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre ein roter Beißer. Der könnte im Alleingang die komplette Basis und mich zerlegen. Also ja, nee. So, du bist unser Laserturm. Wo sind meine Mauern? Da sind meine Mauern. 1, 2, drittes Ding. Da. Da kommt die Mauer hin. Die erste Reihe von Mauern. So, ist jetzt ein bisschen schade um das Gestein da.
Aber wir können einfach später einen MK3-Drill hier hinstellen. Und der hat eine Reichweite von 9 Feldern oder so. Der baut dann auch Sachen ab, die gar nicht in der Basis drin sind. Was ganz praktisch ist. So. Gut, das ist der Anfang davon. Science Picks. Ja. Und ich gucke derweil mal, was ich brauche für die besseren Fabriken. Ich glaube, es war auch hier mit bei. Advanced Electronics? Nein. Logistik? Nein. Automation. Genau. Wir brauchen nur Electronics, was gleich fertig ist. Und dann nochmal 40 gute Tränke. Ja, gut. Oh. Hier. Warum macht ihr nichts? Oh, Stein alle. Okay, das erklärt's. Weg. Ich hätte dich gerne auch automatisch jetzt. 2 davon.